Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Ultimate. Wir haben in der letzten Folge hier angefangen umzubauen. Es regnet. Aha, ja. Doch, ich lasse das drin. Ich schneide das jetzt nicht raus. Ich fange jetzt nicht nochmal von neuem an. Die mache ich weg. Die stört mich eigentlich schon seit einer Weile, wollte ich gerade sagen. So, wir haben hier angefangen, ein bisschen was zu bauen. Und zwar haben wir hier oben die Storage hingebaut. Wie heißen sie? Nee, das war nicht geplant. Was war da drin? Ich glaube, die aus. So, okay. Besendetailer. Storage Monitor, genau. Damit sehen wir, was wir da haben. So, jetzt mache ich das hier nochmal komplett weg. Und nehmen hier die hier auch weg. Einmal. Weil wir haben gesagt, wir setzen die jetzt komplett um. So. Dazu brauchen wir auch die Storage Buses. So haben wir auch. Gut, die können wir auch hier wegnehmen. So, weil ich finde das alles viel schöner, wenn das geordnet ist. Und dann kommt nämlich hier das hier auch noch weg. Das hier kommt weg. So. Und hier an die, genau hier an die Seite würde ich dann fast behaupten, kommt dann das Crafting-System und der MS. Muss ich die so? Nee, die kann ich, glaube ich, in der Hoffnung. Ja. Okay, geht hier alles so weg. Das war sehr dumm von mir, merke ich gerade. Habe ich natürlich keine Kabel mehr, ne? Okay, wir brauchen das. Wir brauchen Controller. Wir machen nochmal den Controller dran. Wir machen nochmal den Controller dran. Controller. Das. Dann mit Crafting-System. Dann hier nochmal die ganzen Disketten. Wir brauchen natürlich erstmal Kabel. Die 14 reichen auch schon. Es geht bloß darum, dass ich bis darüber komme. So, dann kann ich das hier jetzt doch abbauen. Das Ganze wird hier rüber verfrachtet. So. Dann kommt hier der Controller hin. Hier kommt ein weiteres Laufwerk hin, einmal Drive. Dann brauchen wir hier natürlich noch Strom. Kann ich den jetzt? Ich lege den mal nach vorne hinweg. So. Natürlich mit Wartungsgang, ne? Wie soll es denn auch anders das sein? So, der hat dann direkt wieder Strom. So soll es sein. Und dann kommt hier noch das. Kommt hier noch das in. Hin. So, und dann sind die nämlich automatisch mitgekoppelt. Muss ich gerade mal gucken. Genau. Die sind dann automatisch hier mit drin. Das ist direkt angeschlossen am ME. So, dann können wir hier den Deckel wieder zumachen. Stone Bricks. Wunderbar. Hier, das müssen wir auch ein bisschen umbauen. Wir müssen jetzt halt ein bisschen räumen, müssen wir jetzt halt. Beimers MI-Kabel. Bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht das Kabel. Könnten das ja jetzt eigentlich hier so an der Decke entlang führen. So. Dann ist das hier drin. Hier werde ich sowieso wieder zumachen, dass man das hier nicht so sieht. So.
Kann man hier rein, würde ich sagen. Wir machen hier auch so, dass man hier durch kann. Das ist jetzt etwas schwieriger, hier durchzukommen, aber das ist auch nicht so tragisch. Da können wir vielleicht hingehen und machen dann so. So. Hier ist dann der Wartungsgang und hier machen wir dann einfach eine Treppe hin. Und dann passt das auch. So. Sehr schön. Das hatten wir. Dann brauchen wir hier noch die hier, die Deep Storage Units. So, 5 Stück. Mehr haben wir auch momentan nicht. Dann brauchen wir Storage Bus. So, das passt auch. Und jetzt müssen wir halt erstmal durchgehen. Was haben wir wo drin? Wir haben hier, haben wir den normalen Stein drin. Oh, siehst du mal, habe ich sogar einen hier. So. Glas. Ach, ich habe das ganze Zeug ja sowieso hier im Inventar. Glas. Aber ich muss gucken, was drin ist. Äpfel. Sand. So, dann haben wir das. Das letzte war Sand. Das waren die Äpfel, genau. Da muss ich alles gucken. So, 11.000 Äpfel. Überlegt euch mal, was will ich mit 11.000 Äpfel? So. Ich glaube, ich werde da oben noch Kleinigkeit dann ändern. Was war hier drin? Glas, Stein und Koppel. Glas, Stein. Glas, Stein. Zack, und jetzt kriegen wir alles angezeigt und das ist wunderbar, ist das. Wunderschön. Weil dann kriegt das Ganze ein bisschen sortierter. Wir könnten eigentlich auch hingehen und sagen, dass wir hier. Nee, ist okay. Können wir lassen. Ich meine, oder brauchen wir so einen dicken Balkon? Ich weiß es noch nicht. So, dann mache ich aber das hier auch noch raus. Ich meine, die Erde, die hat schon Charme, aber es muss ja nicht sein. Und wir haben ja noch ein bisschen Stein. So, dann nehme ich mir mal hier so ein bisschen raus. Und genau das habt ihr hoffentlich eben gesehen. Das hat auch den Vorteil, wenn ich jetzt mal Stein brauche, muss ich nicht extra hier Stein eingeben oder hier so rausnehmen. Ich kann dann auch einfach, ich mache jetzt ganz kurz mal mein Inventar leer. Ich kann dann auch einfach mal sagen, okay, ich nehme mir da jetzt mal so ein paar Stacks raus, ne? Und dann habe ich die. Und dann dauert das auch nicht so ewig lang. So, gut. Das hätten wir erstmal. Hier kommen noch Drives hin. Wir brauchen aber sowieso dann auch noch die 1K-Disketten. Und 1K reichen voll und ganz. Ich habe keine so großen Mengen momentan. Und wenn wir hier jetzt überall ME-Drives hin machen, brauchen wir sowieso nie wieder Disketten. Also dahin haben wir definitiv keine Probleme mehr. Da kann ich 1000 Queries aufstellen. So, im Übrigen Query, den Punkt können wir eigentlich. Eigentlich reicht's, wenn wir den ausmachen. Okay. So. So, down. Okay, jetzt ist er aus. Passt. Okay. Gut. So, was wollte ich machen? Ich wollte mal was gucken. Transportpipes. Nein. Die hier. Ink, Glas und Redstone. Wie heißen die? Void. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch bestimmt noch Void Pipes. So, dann nehme ich mir nämlich jetzt einen Apfel raus. Weil wir werden die 11.000 Äpfel nie im Leben verbrauchen. Und
So haben wir dann auch gleichzeitig wieder eine Endertruhe mehr. Weil hier gehen ja bloß die Äpfel rein, ne? Jetzt gehe ich hin und mache das so. So. Hier gehen die Äpfel rein, die werden dann vernichtet. Da brauchen wir diese. Sehr laut. Ich mach mal hier ein bisschen leiser. Das macht er wunderschön. Weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Apfel gebracht hat, aber 11.000 Äpfel brauchen wir definitiv nicht. Die müllen unser ME-System bloß zu, so die 11. Oh, verdammt. Muss man aufpassen, dass man nicht draufkommt. Ganz klar. So, dann haben wir das zumindest mal fertig. Das ist dann auch weg. Dann mache ich nämlich das hier auch noch weg. Das hier hin. Hier kommt dann eine Tür, dass man trotzdem noch da hinten dran kommt. Das ist mir wichtig. Die kann ich wegmachen, je eins. Weil daher kommt das Holz, die Holzmauer hin. So. Verdammt. Alter, was ist mit mir los heute? Ich hätte Zielwasser getrunken halt, ne? So. Und für unseren Wartungsgang mache ich dann hier noch, ach so, das geht ja gar nicht. Habe ich nicht sogar noch Treppen? Ich habe sogar noch Treppen. Wunderbar. Hier eine Treppe hin, hier eine Treppe hin. Und dann kann ich hier einfach unten drunter durchlaufen. So, fertig. Dann kann ich hier überall dran. Die werden ja sowieso mit angekoppelt. Das passt. Das mache ich weg. Da kommt dann. Verdammt, ich komme nicht dran. So, da kommt dann hier Stonebricks hin. Einmal. Zweimal. Dreimal, so. Hier hinten kann Marble bleiben, das macht mir gar nichts. Hier vorne kommt noch Marble hin. Man merkt schon, ich bin momentan sehr viel am schöner machen. Aber ich finde, das gehört am meisten dazu, das Dekorieren. Auch wenn es ein Modpack ist mit Technik, darf die Dekoration trotzdem nicht fehlen. Wir könnten eine Deep Storage Unit für Marble. Haben wir noch einen? Ach, wir haben sogar noch drei. Guck mal, da könnte man die doch auch eigentlich auch noch mit anschließen. Für Marble und für und dann noch so ein Terminal für Marble machen. Das war zu schnell geklickt. So, die Frage ist, was machen wir hier? Wir machen hier. Gehen wir auch hin, machen das so. So. Und dann machen wir hier auch noch eine Tür rein für den Wartungsgang. Aber da müssen wir eine Etage runden, ne? Obwohl. Wir lassen es jetzt erstmal so. Genau. So, und dann können wir hier vielleicht noch sagen, wir machen in die Decke auch noch Holz. Dann haben wir so einen kleinen Holzdurchgang. Ja, das ist okay, das sieht gut aus. So, jetzt brauche ich nochmal Stein für die Decke. Ist mal ganz blöd. Wie wären das, wenn ich hier... eine Holzumrandung mache? So einmal außen rum. Oder lieber Stein.
Warte mal. Oh. Wär's denn mit dem? Dass wir hier hingehen und machen so. Ich gerade mal gucken. Ja, sieht cool aus. Also, er ja, sieht cool aus. Ich finde jetzt nicht wirklich, dass es momentan gut aussieht jetzt hier, aber der vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr gemacht haben. Ich mach jetzt mal einfach mal so ein kleines Stückchen, einfach mal zum Testen. Wir sind ja in Minecraft, da kann man es auch wieder wegmachen. Bin eben in irgendein Loch geplumpst. Ich weiß nicht, was für ein Loch es war, aber es war ein Loch. Da gibt es aber auch noch eine andere Sorte, ne? Damit konnte man doch noch mehr machen. Nee, kann man nicht. Okay. War jetzt der Meinung. So, wir machen mal hier so. Ja, kann man. Oder lieber auf dem Boden. Dass man hier auf dem Boden so eine schwarze. Ja, dann lieber auf dem Boden. Und oben an der Decke machen wir dann Marble. Als krasser Kontrast. Sehr krassen Kontrast, wohlgemerkt. So. Hier dann so, hier alles jetzt erst nochmal weg. Wir können ja jetzt erstmal den Raum hier machen. Hier ist so fertig ein bisschen, ne? Wir machen mal bis hier hin. Entschuldigung. Ich meine, so viel Stein haben wir nicht. Wobei wir da auch. Frage ist, benutzen wir den Stein oder nehmen wir einfach Basalt? Ich meine, wir haben nicht viel von dem. Ich dachte mir einfach bloß, dann ist unser ME-System nicht so zugemüllt. Aber eigentlich ist Basalt besser und das könnten wir eigentlich auch mal hier so. Guck doch mal. Dann ist hier schon mal ein bisschen weniger. Das gleiche können wir mit dem Blauen machen. So, und mit dem Grünen genauso. Was kann ich eigentlich damit? Nichts. Wunderbar. Ah, das Weiß haben wir auch noch. Ich will auf jeden Fall irgendwas damit machen. Weil ich finde, das hat schon Potenzial, irgendwas. Oh, wir haben 94 Uranium-Ohr. Müsste man eigentlich direkt mal was machen damit. Wir könnten uns ein AKW bauen. Aber wir haben genug Strom. Was will ich mit so viel Strom? So. Die sehen schon geil aus, die Blöcke. Ich will auf jeden Fall irgendwas mit diesen Blöcken machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Ideen habt, was wir mit diesen Blöcken machen können. So. Obsidian haben wir auch 100. Da, Basalt. Basalt Bricks. Dass wir hingehen und sagen, wir machen hier. Ah, das sind noch. Hatte ich eben gar nicht gesehen. Die sind so dunkel, die sieht man nicht. Hier war noch Marble. Marble ist wichtig, das behalte ich. So. Ist jetzt halt bloß blöd mit dem hier, obwohl. So, das geht hier rein, geht hier außen rum. Geht hier lang.
Geht hier unten drunter durch und kommt da vorne und geht hier vorne lang. Und hier, ach, hier könnten wir eigentlich auch mal austauschen, wenn wir schon jetzt gerade dabei sind, ne? Man merkt, heute wird eine komplette Deko-Folge. So. Ich wollte ursprünglich sogar heute Minecraft streamen, aber es ist unter der Woche, ist ein bisschen blöd. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Unter der Woche ist streamen immer ein bisschen schwierig. Auch wenn ich mit Bracalone momentan viel Star Wars stream. Aber das Star Wars, das hat einen bestimmten Grund, warum wir das streamen. Ursprünglich wollten wir es als Let's Play aufnehmen. Dann hatten wir ausgemacht, wir nehmen die ersten Folgen per Stream auf und dann die restlichen so. Wieso streamen wir das jetzt? Macht aber auch Spaß, muss man dazu sagen. Müssen aber später mal anschreiben, deswegen. Weil ursprünglich wollten wir bloß den Anfang streamen, weil da immer diese Charaktererstellung und sowas ist. Die ersten 10 Level. Aber warum wir das jetzt auf einmal streamen, keine Ahnung. Natürlich, du wechselst von Basalt auf Marble. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe. So. Wie schaut das aus? Hier mit der schwarzen Umrandung soll ich hier noch dicker machen? Oder ich gehe wirklich hin und sage, wir machen das so. Bett, geh mal weg. Wir nehmen das hier ganz raus. Also nicht ganz raus, sondern machen hier. Also ich hab's echt heute mit meinen Zielübungen. So, dann wirkt das da hinten zwar ein bisschen dicker, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, und hier oben habe ich gesagt, mache ich dann Marble hin. So. Das Marble sieht irgendwie aus wie ein Metallblock. So. Ja, das Marble könnte schon wieder ein bisschen zu viel sein, ne? Ich weiß es nicht. Na. So. So. Naja, geht eigentlich, ne? Na, auf jeden Fall können wir jetzt halt hier hinten schön in unser Crafting-Bereich gehen. Und wegen dem automatischen Craften, da gucke ich mal danach. Was ist das eigentlich? Leaves of Transformal. Transformal. Okay. So, Transformer Upgrade. AEV. AEV Transformer Upgrade. High-T Earth Transformer Upgrade. Okay. Interessant. Also es gibt noch viel, was ich hier entdecken kann, auf jeden Fall. Was? Weil Transize. Okay. Auf jeden Fall interessant, was es hier alles gibt, ne? Gut, wundert euch nicht, vielleicht mache ich offscreen hier die ganzen Deep Storage hin und die Crafting Terminals und die Drives, weil das ist ja sowieso uninteressant für euch jetzt hat, oder zumindestens, ihr habt es ja jetzt schon einmal gesehen, braucht man ja jetzt nicht nochmal zu sehen. Und dann habe ich auch offscreen was zu tun. Gut, dann vielleicht tue ich auch noch den ganzen, hier das ganze Haus mit diesem Stein abändern. Nun gut, werden wir sehen in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich, haut rein, tschüss.